Everyday Carry, EDC, da gehört Licht dazu. Und das hier ist eine meiner liebsten EDC-Lampen überhaupt. Sie hat 500 Lumen, hat Weiß- und Rotlicht, ist wieder aufladbar oder auch nicht. Und wenn du wissen willst, was sie kann und ob das auch etwas für dich ist, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist sie, die Fenix LD15R. Die Lampe begleitet mich seit einigen Jahren und weil ich sie auf Instagram in meinem Profil immer wieder hergezeigt habe, hat es geheißen, hey, zeig einmal her! Und das mache ich jetzt. Warum mag ich diese Winkellampe? Das hat mehrere Gründe. Schauen wir es uns mal an. Das mit den Stärken und wie sie sich verhält im Dunkeln, das zeige ich dann nachher. Schauen wir uns die Features an. Der Betrieb läuft mit einem Akku. Ja, zu einem Akku, 700 mAh Stunden und der ist im Lieferumfang mit dabei. Und das ist einmal das eine. Aber jetzt sagt der eine oder die andere, vielleicht auch du, naja, aber Akku ist Schaß. Akku ist immer genau dann, wenn ich es brauche, nicht einsatzbereit. Da hast du recht, du kannst auch eine CA123 einsetzen. Das geht ganz genauso. Das heißt, warum ich die Lampe so mag, ist, weil sie multifunktional ist. Aus beiden Welten kann ich mir das Beste raussuchen, wenn ich es brauche. Wieder aufladbar. Super, mit Powerbank, mit Solarstation, alles schon gemacht. Es ist auch eine direkte USB-Ladefunktionalität dabei. Oder CA123, wenn ich sage, ich möchte es als Fire-and-Forget-Lampe irgendwo in ein Kit geben, also in irgendein Backerl, in ein Überlebenskit oder ein Backout-Bag oder was auch immer. Und ich möchte in unterschiedlichsten Temperaturbereichen ganz einfach unabhängig sein. Dann ist das eine gute Lösung. Also aus beiden Seiten. Das finde ich gut, das finde ich gut. Im Lieferumfang, glaube ich, das weiß ich aber jetzt nicht mehr so genau, aber billige Eigenwerbung. Das kriegst du natürlich bei mir im Shop, die Lampe auch. Da steht das dabei, aber da muss das Ladekabel eigentlich dabei sein. So, Befestigungsmöglichkeit. Einerseits ein Magnet, ja, das heißt, da ist hier hinten dieser Fuß, ja, den man da abschrauben kann. Das ist ein Magnet, siehst du auch, weil der Akku schön hält. Das heißt, du kannst das an metallischen Teilen. Okay, ich habe keine Platte im Kopf, also das hält jetzt leider nicht draufgeben. Und das ist ganz nett. Und vielleicht für Mechaniker oder wenn du jetzt auch in einem Blackout-Verfall, wenn du in der Türzarge, wenn die metallisch ist, kannst du das draufklacken und dann deinen Raum beleuchten. Das ist alles okay. So, das ist die eine Variante. Die andere Variante ist dieser Clip hier. Und zwar, du kannst diese Winkellampe so platzieren oder du kannst sie auch so platzieren, ganz wie du magst. Das wäre jetzt zum Beispiel diese zwei Wegesysteme wären cool für eine Kappe. Das geht aber nicht, weil es eine Winkellampe ist. Also du könntest nur nach unten leuchten und dir dann ins Gesicht. Also das funktioniert da nicht. Gut. Dann, es gibt eine Ladeanzeige. Das heißt, die zeigt dir an, wenn du den Akku lädst, wie weit es ist, ja, und rot ist schlecht. Und dann gibt es unterschiedliche Abstufungen bis grün, die dir eben zeigt, wie es ausschaut. Das geht auch so, das heißt, du kannst dir jetzt hier den Ladezustand anzeigen lassen, indem du hier kurz drauf drückst und ja, ist alles gut, die ist so gut wie aufgeladen. Ich gebe es zu, ich habe sie gestern mit meiner Solar-Powerbank aufgeladen draußen. Gut, daher, damit wir ganz frisch da jetzt reingehen können. So, jetzt, was ist noch cool? Warum mag ich die noch? Weil sie Rotlicht hat. Rotlicht. Kommen dann gleich dazu. Schau mal her, durch langes Drücken schaltet sich die Lampe ein und du hast entweder Rotlicht, langes Drücken normal hast du Weißlicht und noch einmal, so, jetzt haben wir dann Rotlicht. So, das finde ich einmal cool. Insgesamt im Weißlicht gibt es vier Intensitäten. Ich glaube, das sind 3 Lumen, dann habe ich 30 Lumen, dann habe ich 150 und dann habe ich den Turbo mit 500 Lumen. Und durch leichtes Hin- und Her-Tippen kann ich das Ganze hin- und her schalten. So, lang drauf drücken, siehst du, kann ich vom Weißmodus in den Rotmodus reingehen. Warum ich Rotlicht gern mag bei Taschenlampen, das erkläre ich dann nachher noch, wenn dich das interessiert. Aber da ist es halt jetzt so, es gibt dann auch noch diesen Blinky Blink und SOS und Holodor-Video-Modus, wie ich den nenne, der halt so hin- und her blinkt. Aber das ist, warum ich das Rotlicht brauche, ist eine andere Geschichte. Aber ganz kurz noch. Es kann man sagen, und das habe ich mir am Anfang auch gedacht, für die Funktionalität von Rotlicht ist es gut, wenn das Rotlicht sofort kommt und nicht vorher weißes Licht. Jetzt muss ich natürlich vorgreifen, was bedeutet das?
Rotlicht schalte ich dann ein, wenn ich meine Nachtsichtfähigkeit, das ist eine Möglichkeit, meine Nachtsichtfähigkeit aufrechterhalten will. Stell dir vor, du stehst im Wald, es ist ganz dunkel und du bist dort ohne Licht unterwegs. Nach einiger Zeit gehen die Pupillen, also das sind da diese Teile da drinnen, auf und nehmen mehr Licht auf. Ja, das heißt, das Auge passt sich an, dass ich auch im Dunkeln besser sehen kann. Das können manche Menschen besser als andere und das hängt auch vom Alter ab. Umso älter man wird, umso schlechter wird das. Aber vollkommen irrelevant. Der Punkt ist, so funktioniert es. Wenn ich jetzt mit Rotlicht herumgehe, sehe ich trotzdem deutlich mehr, logischerweise. Aber ich verliere nur einen kleinen Teil dieser Nachtsichtfähigkeit und das ist mitunter sehr, sehr praktisch. Das zweite ist, es ist ein Tarnlicht, was jetzt für mich jetzt nicht so unbedingt das Thema ist. Ja. Also, aber trotz alledem, auch das kann natürlich etwas sein. Das Licht sieht man nicht kilometerweit, dieses rote Licht, sondern es bleibt doch relativ kompakt da. Und der dritte Aspekt ist, man kann jetzt zum Beispiel diese Lampe auch irgendwo hinten am Rucksack draufpoppen. Ja? Zum Beispiel Molle, hier jetzt auch billige Eigenwerbung, das gibt es natürlich auch bei uns im Shop, das ist der Molle-Teppich. Ich kann das hier jetzt schön auf, wenn ich es denn zusammenbringe. So, aber jetzt auf einen Molle-Clip draufgeben, ja, auf eine, in eine Molle-Schlaufe rein phasen, also das geht alles recht gut. Und kannst dann zum Beispiel hinten am Rucksack als Rotlicht haben, damit man sieht, da ist hinten für Radfahrer zum Beispiel oder Jogger oder so irgendetwas. So, das jetzt zum Rotlicht. Aber ich bin in der Plaudertasche, es tut mir leid. Jetzt ist es so, wenn ich da lang drauf drücke, dann habe ich jetzt zuerst das weiße Licht und das würde mich ja blenden. Und da mache ich halt immer so, jetzt schalten wir noch einmal aus, dass ich meinen Daumen da drauf gebe, dann einschalte und weil ich ja weiß, wenn ich noch einmal, und wenn ich lang drauf bleibe, habe ich dann mein Rotlicht und dann geht es auch wieder. Also noch einmal, Entschuldigung. Ja? So. Wenn ich jetzt länger drauf drücke, am Anfang kommt weißes Licht. Und wenn ich jetzt noch einmal drauf drücke, so, dann schaltet er auf Rotlicht um. Das heißt, so mache ich das. Wenn du das wenn du sagst, das ist mir eigentlich alles vollkommen wurscht, ich will endlich sehen, wie das draußen im Dunkeln leuchtet, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen. Also ich habe schon meine Jacke an, also es dauert jetzt nicht mehr lang. Ich möchte sie vergleichen mit ein paar anderen Lampen und zwar unterschiedlichster Kategorie jetzt, ja, damit man das so, damit du ein Gefühl bekommst. Also eben mit meinem wirklich fetten Brummer, dieses Phoenix-Teil hier, die ist echt arg, die ist verrückt. Da gebe ich da oben auf das i draufklicken, den Link für das Video dahin, also die ist irre. Ja? So, gut, dann, das ist aber KIDC, ja, das ist ein Suchscheinwerfer, portabler. Dann eine andere EDC-Lampe, die ich jetzt aktuell im Test habe von Olight, die ist halt relativ klein, die funktioniert nur auf USB, hat natürlich nicht die, also die Energie, das werden wir jetzt dann nachher gleich sehen, aber die hält natürlich nicht so lang wie unser nette Phoenix hier. Und ich habe dann, wenn ich sie dann finde, gibt mir einen Moment Zeit, so, hier diese True Night, ja, die ist auch jetzt nicht unbedingt eine EDC-Lampe, aber die ist so irgendwo dazwischen drin. Also ich habe mir gedacht, damit du da ein Gefühl bekommst von Feuerwerk, voller Arg, aber nicht ganz so, dafür etwas leichter, eben dann das Objekt der Begierde und eine kleine Mini-EDC und jetzt gehen wir es an. Na gut, dann gehen wir es an. Ich schalte jetzt mal meine Phoenix ein. Ich gebe jetzt den Unterschied, ich gebe jetzt unterschiedlichen, ja, den Modus, das ist jetzt der 500 Lumen Modus. Ja, also ich kann jetzt hier schön ausleuchten, das, wenn du andere Videos von mir kennst, dann hast du da mal ein Gefühl dafür. Das, die Kamera kann das jetzt gar nicht so gut einfangen. Es ist wirklich absolut in Ordnung. Also für so den Weg ausleuchten oder im Camp etwas tun, sind die 500 Lumen auf jeden Fall okay. So, das sind jetzt die 3 Lumen. Die sind ausreichend, um hier den Nahbereich auszuleuchten. Dann 30 Lumen. Auch da tut sie jetzt noch nicht allzu viel. Das sieht man jetzt mit der Kamera eigentlich nicht so gut. Ich gehe da ein bisschen runter. Also am Boden sieht man es schon, aber Distanz ist jetzt fast schon aus. Dann die 150 Lumen, okay, da tut sich jetzt auch schon was in der Distanz. Ja, und eben die 500 Lumen. Ja, so, gut. Also das jetzt so mal vom ersten Gefühl. Dass das natürlich nicht mithalten kann mit sowas hier, das ist eh ganz klar. Wenn ich die einschalte, das ist wie, ja, also das ist Scheinwerfer. Nur das hat man halt, das behaupte ich, nicht immer dabei. Also ich behaupte ganz einfach beinhart, dass du die große nicht dabei haben wirst. Aber gut, die hat halt noch einmal mehr Wumms, aber der Vergleich ist ganz einfach unfair, weil es eine andere Kategorie ist. Was viel interessanter ist, das ist jetzt die kleine OLED. Ja, schau mal her, die kleine OLED.
Jetzt werden wir uns dir mal einverleiben. Also ich schalte jetzt die Phoenix aus. Das ist die OLED. Die hat nur diesen Modus. Der ist für den Nahbereich okay. Auch in die Distanz. Ja, weil das natürlich viel fokussierter ist. Aber ja, also ich habe dafür keine große Ausleuchtung. Also das, ich hoffe, du kannst das hier jetzt erkennen. Im Nahbereich absolut in Ordnung. Aber jetzt definitiv nichts für die Distanz. So, also das war jetzt die OLED. Hier jetzt noch einmal im Vergleich dazu unsere Phoenix, ja, mit den 500 Lumen. Also du siehst, das ist schon eine ganz andere Welt, dafür aber auch etwas größer. Ja, so schaut das ganz einfach aus. Gut, und jetzt wollen wir uns noch etwas anderes anschauen. Also da jetzt hier diese OLED, die Mini. Und jetzt suche ich und kram in meiner Tasche nach diesem netten Teil hier. Jetzt den Vergleich zur True Night. Und ja, jetzt schalte ich dir mal ein, also schau her mal, die hat natürlich jetzt noch einmal mehr Wumms, aber das ist auch klar, nur jetzt einfach, das ist jetzt der höchste, der stärkste Modus und ich glaube, du siehst, da tut sie wirklich einiges mehr, aber sie ist natürlich auch größer und schwerer, aber ja, muss ich jetzt, das ist jetzt so mein Empfinden, ja, mein persönliches Empfinden, also so viel Unterschied ist jetzt zwischen unserer Phoenix, ja, im Nahbereich und dieser True Night auch wieder nicht. Ja, alles hat so seine Vor- und Nachteile, das ist ganz klar. Aber ja, so schaut es aus im Schneckenhaus. Mir ist natürlich klar, dass ich hier Äpfel mit Birnen vergleiche, das ist eh ganz klar. 10.000 Lumenlampe gegen eine 500 Lumenlampe, ist klar, dass die einfach stärker ist. Aber auch jetzt so vom Gewicht und von der Größe her, das ist halt einfach etwas anderes. Die ist zum Beispiel, wenn ich mit Gruppen draußen unterwegs bin, bei Überlebenstrainings oder anderen Outdoor-Events, wo ich ganz einfach sage, wir brauchen vielleicht massiv Licht für einen Erste-Hilfe-Notfall oder wir müssen jemanden suchen und wollen dann einfach, ja, die Nacht zum Tag machen. Also da ist das die Lösung. Aber das ist kein EDC. Ne? Und da hat sie sich eigentlich meiner Meinung nach für das, was sie können muss, gar nicht mal so schlecht geschlagen. Also ich hink jetzt mal daher. Und auch da jetzt in diesen, das sind zwei andere Kategorien. Ich meine, du hast gesehen, dass die OLED gar nicht mal so schlecht ist. Die ist wirklich fett und ist wirklich cool. Nämlich so am Schlüsselbund. Ja, am Schlüsselbund zum Einschalten und den Nahbereich ausleuchten. Das ist das absolut ausreichend. Also ich will jetzt damit jetzt nicht zum Beispiel in einer Erste-Hilfe-Situation jemanden verarzten müssen oder jemanden suchen müssen oder bei extrem schlechter Sicht meinen Weg suchen. Das ist da nicht das Richtige. Aber das kann etwas sein halt am Schlüsselbund. Aber da hat sich die ja auch bewährt. Also das muss man schon dazu sagen. Also das ist, musst du wissen, wie klein es sein soll. Und auch hier natürlich, auch der Vergleich ist unfair zu dieser T2 von True Night, weil allein der Akku ganz einfach eine andere Liga mitspielt. Ich muss aber dazu sagen, dass sie von der Lichtstärke her, muss ich jetzt sagen, man merkt das natürlich schon, aber da ist halt jetzt wirklich die Frage, ob ich das in einem EDC sozusagen, weil das, ich sehe die nicht als EDC-Lampe, meine persönliche Meinung, weil sie mir da einfach zu schwer ist, ob ich das wirklich brauche. Das hier ist zum Beispiel eine gute Campinglampe. Wenn ich sage, okay, wir gehen jetzt campen, dann ist mir das wahrscheinlich, oder wenn mir das ein paar Tage dauert zum Beispiel, das hier zu wenig, da will ich ein bisschen mehr Power haben, da ist die hier der Fall. Und das ist das, was ich damit zeigen wollte, dass ich hier dir jetzt, ich habe da jetzt Zwetschgen gezeigt, ich habe da Ananas gezeigt und eine Erdbeere und das ist der Apfel. Nämlich EDC und das ist die Apfelsine. Ja, also da irgendwo in diesem Bereich. Ja. Und aus dem Grund, weil mir die OLED manchmal zu wenig Power hat, ist das eine meiner Lieblingslampen geworden. Das ist einfach so. Ja, das war dieser kurze Review. Das ist eine wirklich gute, vernünftige, schöne und auch sehr leistungsstarke kleine EDC-Lampe. Die ist schon ein paar Jahre alt, es gibt sicherlich schon bessere Technologie. Wenn du auf diesen Clip und auch auf diese Magnetfunktionalität stehst, wenn du ein Rotlicht haben willst und wenn du aus beiden Welten von der Energieversorgung, nämlich Akku und auf der anderen Seite auch Batteriebetrieb, ich nenne das jetzt mal so, was haben willst, dann bist du hier an der richtigen Adresse. Sie ist leicht, sie ist kompakt, sie hält auch sehr lang aus, also absolute Kaufempfehlung. Nicht nur, weil ich es im Shop habe, billige Eigenwerbung natürlich, ja, sondern ich würde es auch so empfehlen. Und du musst das ja, wenn du so etwas kaufen willst, das nicht bei mir tun, sondern ich gebe dir auch den Link auf Amazon oder such dir einen anderen Händler. Aber das Ding hat wirklich was drauf. So, das war's jetzt. Daumen nach oben oder auch nach unten.
Schreib mir bitte einen Kommentar, ob du diese Phoenix selbst im Einsatz hast, was da deine Meinung dazu ist. Das interessiert mich sehr brennend sozusagen oder leuchtend. Na, Themenwechsel. Wenn du sie kaufen magst bei mir, wie gesagt, gebe da unten den Link. Abo dalassen für die neuesten Videos. Glocke drücken nicht vergessen. Da geht es direkt in meinen Shop. Ein anderes Video. Es hat mich gefreut. Dann René Rossmann. Bis bald und ciao.